Werde glücklich mit deiner neuen Geliebten, Edith. Auch wenn du sie malst, wie du mich gemalt hast, wirst du sehen, wie deine Hand zittert und spüren, wie sich dein Herz beklagt. Meinem Blick wirst du nie mehr begegnen. Aufstehen. Weitergehen. Wally tritt vor dem hohen Atelierspiegel. Meine Haut fühlt sich so an, wie du sie gemalt hast. Durchscheinend und verwesend. Meine Haare, wie du sie gemalt hast. Braun-schwarzes Stroh. Meine Brüste, blutrot. Bin ich nur mehr ein Bild? Wally, wo bin ich? Bin ich eine ohne Liebe, ohne Rechte, ohne Respekt hinausgeschmissene Muse? Eine abgelaufene Inspiration? Ein Leben, das nur als malerischer Strich erinnerungswürdig ist. Ich muss schleunigst aufhören, in diese Spirale einzudringen. Aufhören, mich selbst von außen zu betrachten. Wally greift nach dem Besen. Den Boden kehren, um meinen Verstand zu retten. Grübeln, wegkehren. Die eigene Beobachtung von außen wegkehren. Traumhandlungen wegkehren. Für deine Freunde war ich das kleine 17-jährige Ex-Modell von Klimt. Er hat mich als Larve in goldene Rechtecke und Schlangen verpackt und verkauft. Wegkehren. Soll ich zu ihm zurück? Nimmt er mich noch? Setze ich mich ins Café Zentral und warte, bis mich wer anspricht? Nichts davon. Alles wegkehren.